Heute für euch das interessante Thema, warum Dumbledore nie versucht hat, Tom Riddle in Hogwarts aufzuhalten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Tom Riddle und Dumbledore. Diese beiden Charaktere scheinen euch sehr zu interessieren und vor allem ihre Verbindung zueinander. Im heutigen Video gehen wir der Frage auf den Grund, warum Dumbledore, während Tom Riddle in Hogwarts war, eigentlich nie versucht hat, ihn aufzuhalten. Obwohl sie nicht viel miteinander zu tun hatten und Tom Riddle seine offensichtlichen Ziele im Kopf hatte, wie die Unsterblichkeit zu erlangen, plante er trotzdem immer einen Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Lehrer Dumbledore. Er hatte etwas gegen Dumbledore, wie ich schon immer in meinen vorherigen Videos gesagt habe. Wenn Tom Dumbledore übertreffen hätte können, hätte er es sicher getan. Deshalb genoss er es auch, vor ihm zu prahlen. Bei seiner Rückkehr nach Hogwarts, als Tom die Position des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste haben wollte, lehnte Dumbledore ihn ab. Er tat jedoch nichts weiter, um ihn aufzuhalten. Trotz Toms Behauptungen über seine magische Großartigkeit versuchte Dumbledore nie, ihn aufzuhalten. Er hat leider überhaupt gar nichts getan. Er ließ Riddle einfach aufstehen und gehen, obwohl die Zeichen so alarmierend und so offensichtlich waren, dass Tom Riddle nun eine ernsthafte Bedrohung für die zaubernde Welt darstellte. Selbst als Schüler musste Tom keine strenge Untersuchung oder ähnliches durchlaufen. Aber wie kommt es, dass Dumbledore nie versucht hat, Tom Riddle aufzuhalten, als er nach Hogwarts zurückkehrte? Nun schauen wir uns die Beziehung zwischen den beiden an, um zu beginnen. Ich glaube, dass Albus Dumbledore irgendwie auf irgendeine Art Schuldgefühle hatte, weil er derjenige war, der Tom nach Hogwarts brachte. Ich weiß auch, dass er nicht wissen konnte, wie böse und furchtbar der Junge im Waisenhaus werden würde, aber die ersten Anzeichen für sein dunkles Verhalten zeigten sich in seinen Diebstählen und seinem eigenen Geständnis, dass er in der Lage war, die anderen Waisenkinder zu verletzen. Solch unreifes Verhalten gibt es normalerweise bei Kindern, die älter werden, aber er war sehr jung zu diesem Zeitpunkt, also durchaus klare Warnzeichen. Dumbledore hatte jedoch immer von seinem ersten Tag in Hogwarts an ein wachsames Auge auf ihn gerichtet. Seit seinem ersten Tag in Hogwarts wusste Dumbledore, dass mit Tom etwas nicht stimmte. Was noch schlimmer ist, Riddle selbst wusste, dass Dumbledore sein wahres Ich kannte. Alle Lehrer waren durch die akademische Brillanz des Jungen getäuscht worden und das verhinderte die Offenbarung des wahren Gesichtes des Monsters. Und doch tat Dumbledore nichts wirklich, um Tom aufzuhalten. Ich denke, der früheste Beweis für Dumbledores mangelndes Misstrauen gegenüber Tom war die Verleumdung von Rubius Hagrid durch Tom. Tom behauptete, dass Hagrids Haustier, die Akromantula Aragog, Myrtle Warren getötet haben soll und diese Behauptung wurde vom Zaubereiministerium einfach so akzeptiert. Hagrid wurde der Schule Hogwarts verwiesen und der Fall wurde einfach so abgeschlossen, ohne weitere Fragen zu stellen. Aber es gab einige rote Fragezeichen, die nicht geklärt wurden und die komischerweise niemand in Frage stellte. Es gab keinerlei Bisswunden auf Myrtles Körper und es gab keine Spinnennetze oder irgendeine Art von Beweis, dass seine Kreatur es gewesen sein könnte. Dumbledore hat das nicht in Frage gestellt und er stellte nicht einmal den Tod von der Schülerin in Frage. Aber der Basilisk war ganz und gar nicht gewalttätig gegenüber den Schülern. Er versteinerte oder tötete die Schüler immer nur direkt mit seinem Blick. Aragog hätte das sicherlich genauso nicht gemacht. Anscheinend hat Dumbledore aber keinen Grund gesehen, solche Fragen zu stellen, oder es gibt einfach keine Aufzeichnungen darüber, dass er es getan hat. Ja, er hat sich zwar dafür eingesetzt, dass Hagrids Ausschuss aufgehoben wird, aber für jemanden, der so respektiert wurde und so viel für die Zaubererwelt getan hat, war das nichts. Er hätte das Ganze auch anders durchziehen können, indem er zum Beispiel mehr Fragen stellt und nicht direkt vermutet, dass die erste Möglichkeit die korrekte ist. Als mehr Jahre vorbeigingen, tat Dumbledore immer noch nichts. Selbst als Tom nach seinem Abschluss in Hogwarts Professor für die dunklen Künste werden wollte und sich bewarb, tat Dumbledore nichts. Ich bin mir sicher, er fragte sich nur, warum ein 18-jähriger Lehrer für die dunklen Künste werden wollte. Er lehnte ihn zwar ab, aber es wurde nicht weiter darüber nachgedacht. Nach seiner Ablehnung in Hogwarts verschwand Riddle für über ein Jahrzehnt. Dies enttäuschte und überraschte viele Menschen, da er als Ausnahmetalent wahrgenommen wurde, welches man nicht vergeuden sollte. Diese Menschen hatten gehofft, er würde etwas mit seinem Potenzial anfangen und Leiter des Ministeriums oder ähnliches werden.
Ich bin mir nicht sicher, was Dumbledore selbst darüber dachte, aber ich nehme an, dass er wusste, dass Tom viel zu klug war, um nicht die Magie und vor allem dunkle Magie weiter zu praktizieren. Als er zum zweiten Mal nach Hogwarts zurückkehrte, war es eine völlig andere Geschichte. Seine körperliche Erscheinung war beunruhigend, sein dickes schwarzes Haar wurde immer dünner und von Tag zu Tag wurde seine Haut schuppiger und blasser, als ob alles um ihn außer seine Knochen absterben würde. Schicht für Schicht des einst auffallend gut aussehenden Jungen, der vor so langer Zeit Hogwarts verließ, fiel zusammen. Es war nicht mehr der Junge, der er einst war. Dumbledore wusste sofort, dass Tom mit dunkler Magie experimentiert hatte. Er lehnte Tom sofort für die Position als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ab. Er wusste, dass Tom dunkle Künste praktizierte, aber trotzdem unternahm er nichts weiter. Nachdem Voldemort Hogwarts in dieser Nacht verließ, nahm Dumbledore das Verhalten seines ehemaligen Schülers ernst, und das obwohl er erst Ende 20 war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er ein wenig bis gar keinen Einfluss auf die Zaubererwelt. Während Gellert Grindelwald zum Beispiel die ganze Welt vor dem Alter von 25 Jahren mit Hunderten von Anhängern belagerte. Aber das ist nur ein Beispiel mit Grindelwald. Ich glaube nicht, dass Dumbledore dumm genug war, Tom nicht ernst zu nehmen. Aber was genau konnte er tun? Physisch festnehmen für seine Verbrechen, die er in Zukunft begehen könnte oder auch nicht? Die Wahrheit ist, dass Albus Dumbledore keinen legitimen Grund oder Beweise hatte, um Tom zu stoppen. Er hatte nur seine Vermutung und starke Verdächtigung, die leider nicht genug war, um ihn direkt zu verhaften oder zu konfrontieren. Das heißt aber nicht, dass er nichts tun konnte, um ihn aufzuhalten. Er tat einmal etwas, als er Tom für die Lehrstelle ablehnte. So verweigerte er ihm die Möglichkeit, neue aufgeschlossene Studenten zu rekrutieren. Studenten, die leicht verdreht und verbogen werden konnten, damit sie seiner Sache folgen würden. Es war seine Art, eine Armee auf schnellstmöglichem Weg aufzubauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dumbledore das wusste. Abschließend denke ich, dass es wichtig ist zu betrachten, dass das Geheimnis um Tom Riddle sehr viel Verwirrung um ihn herum gestiftet hat. Für Dumbledore war es nicht ganz klar, ob Tom nur ein Mann war, der versuchte, der größte Zauberer aller Zeiten zu werden, auch unter Einbeziehung der dunklen Magie, oder ob er entschlossen war, das Wesen der magischen Welt zu verändern, wie er es letztendlich auch vorhatte. Von Anfang an behielt er alles, was er vorhatte, für sich selbst. Für 10 Jahre verschwand er, ohne einen Kratzer zu hinterlassen, also war es nicht unbedingt in Dumbledores Verantwortung zu handeln. Ich glaube, es war aber in Dumbledores Verantwortung, vorher zu handeln, während seiner Schulzeit. Ich glaube, was Dumbledore am meisten stört, mehr als alles andere, ist die Tatsache, dass er mit jedem einzelnen Zweifel und Verdacht, was Tom angeht, richtig lag. Und das ist natürlich bitter für Dumbledore. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast oder auch neue Videoideen und Themen, dann schreib sie mir doch gerne unter das Video in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.